Ja, kurz und knackig, was ist eine Differentialgleichung? Grundsätzlich die in Anführungsstrichen üblichen Gleichungen, die ihr bisher kennengelernt habt, wie 2x minus 4 gleich 8, relativ einfaches Beispiel, denke ich, plus 4 rüber zum Lösen, dann geteilt durch 2, da bekommt ihr eine Zahl als Lösung raus. Und bei x² minus 4x, ein anderes Beispiel, gleich 0, mit der entsprechenden Lösungsmethode bekommt ihr vielleicht auch Zahlen als Lösung. Also entweder eine Zahl oder mehrere Zahlen als Lösung. Und im Unterschied dazu, bei Differentialgleichungen, wenn euch so eine Gleichung das erste Mal über den Weg läuft, dann halten viele y und x jeweils für potenzielle Lösungsmöglichkeiten. Also man sagt dann, ja, dann kriege ich für x und für y halt was raus. Ganz wichtig zu verstehen ist hier, dass y' für in diesem Falle f' von x steht, 2 mal und y für f von x, und vielleicht erkennt man es jetzt besser, dass man bei dieser Gleichung eine Lösung für eine Funktion sucht. Ihr bekommt also keine Zahl oder Zahlen raus, sondern eine Funktion. Und ganz fies für viele ist dann dieses ganze Paket umgeschriebenerweise dann noch mit dem Differentialoperator. Und der Differentialoperator, den habe ich in einem eigenen Video nochmal erklärt, der da wäre d dx, könnte in anderen Funktionsgleichungen, stellt euch vor, ihr habt nicht die Variable x, sondern ihr habt t. Alles in dem Video geklärt. Wichtig ist, dass ihr dann erkennt, wenn ich dieses Paket zum Beispiel hier umschreibe zu dy dx, das wäre nichts anderes hier als die Schreibweise für y' ist gleich 2y plus x². Dass man dann erkennt, mit dem ersten Blick, hier steht eine Differentialgleichung, weil hier y' steht und wir suchen hier die Lösung für eine Funktion y, zum Beispiel eben andere Schreibweise für y, f von x. Wenn ihr das schon mal als Grundlage verstanden habt, dann kommt ihr eigentlich relativ easy dann durch die nächsten Lernstufen, will ich es mal nennen, und könnt dann hinterher hoffentlich relativ leicht die Differentialgleichungen lösen.